Was geht, Freunde? Dragon Ball Super lässt seit kurzem wirklich keine Langeweile mehr zu. So auch bei Folge 111. Hit vs. Jiren. Hier passiert wirklich einiges und einiges bekommen wir hier als eine Art Foreshadowing zu sehen. Aber kommen wir doch erst einmal zum Anfang dieser Folge. Wie zu erwarten hat Freeza Goku nur Energie gegeben, um seine Schuld von Namek damals zu begleichen. Freeza hat nämlich realisiert, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, gegen so einen heftigen Jiren zu kämpfen. Zu Zeno und den Engeln sagen, dass er sie runterhauen wird, aber vor Jiren Angst haben. Ja, kann man verstehen. Nach dem kleinen Flirt zwischen Goku und Freeza geht es allerdings weiter mit dem Kampf zwischen Jiren und Hit. Der Kampf ist wirklich sehr gut gemacht worden, es sah nur ab und zu wirklich ziemlich witzig aus, die Bewegungen von Jiren sahen ab und zu mal, ja, ganz fragwürdig aus und dass Hit immer wieder den Zeitsprung versucht und trotzdem durchgehend aufs Maul bekommt. Wie wir es aber von unseren ausgeklügelten Assassinen kennen, ist das alles Teil seines Plans, die Welt von nervigen 1 bis 5 Cent Stücken zu befreien, weil Lamas immer mehr die Weltherrschaft an sich reißen. Ergibt das Sinn? Nicht wirklich. Ergibt es Sinn, dass Hit mit Jiren mithalten kann? Meh. Allerdings trotzdem sehr gut gemacht und durch den Zeitsprung, den Jiren einfach überhaupt mal nicht gejuckt hat, wurde das Ganze auch eigentlich sehr gut visuell aufgebaut. Währenddessen stalkt Goku seine neuen Lieblingsgegner Jiren und wurde fast von den Universum 6 Namekianern angegriffen. Für Gokus oder vielleicht den Namekianer Glück kamen Piccolo und Gohan dazwischen. Neben diesem doppel neu entstandenen Kampf gibt Ribrian weiterhin ihren Auftritt und kämpft gegen Vegeta. Verliert, ohne dass Vegeta überhaupt im Super Saiyajin ist und muss von ihrer Freundin gerettet werden. Man denkt sich jetzt, okay, 2 gegen 1, könnte gut werden, könnte interessant werden, aber nein. Anstelle, dass sie beide gemeinsam gegen Vegeta kämpfen, verstecken sie sich beide gemeinsam vor Vegeta. Dann fängt dieser Ribrian auch noch an zu zweifeln und dann gibt es noch ganz viel Liebe und all so ein Scheiß. Ich habe ohne Scheiß damit gerechnet, dass jeden Augenblick bei diesem Gespräch Vegeta mit einer Gallagher reinplatzen würde. Leider, nein, leider gar nicht. Wieder zurück zu Hit, welcher sich das Kampfmuster von Jiren eingeprägt hat und somit seinen Trumpf ausspielt. Er schafft es, Jiren mit seiner stärksten Attacke zu treffen und diesen somit in eine Art Zeitkäfig zu sperren. Bei Jirens Flug von diesem Schlag fliegt Jiren schon fast raus. Dank diesem Käfig kann er sich eigentlich so gut wie gar nicht mehr bewegen. Also, nochmal. Er steht am Rand und kann sich nicht bewegen. Wieso kickt ihn nicht einfach irgendwer runter? Goku im God-Mode oder Blue, warum Goku überhaupt nicht im God ist, weil das regeneriert ihn ja eigentlich und er ist ja ziemlich geschwächt. Naja, auch egal. Oder vielleicht sollte es das Versager-Trio von Universum 6 mal versuchen. Natürlich hatte Jiren auch noch seine Barriere, welche auch dafür gesorgt hat, dass selbst Hit nicht durchgekommen ist. Es ist natürlich auch sehr gut möglich, dass Goku bei einem unfairen 2 gegen 1 nicht mitmacht. Damals hatte er auch Hit geholfen, als Dispo und Blauer Körn mit der Frosch gegen Hit gekämpft haben. Naja, wer weiß, wahrscheinlich möchte das Goku einfach nicht oder was weiß ich. Wäre aber schon witzig gewesen, wenn Jiren schon zu diesem Zeitpunkt rausgeflogen wäre. Naja, nun hat Hit sein Trumpf verspielt und fliegt raus. Jiren konnte diesen Zeitkäfig durchbrechen, was so viel heißt wie, dass ihn selbst die Zeit nicht stoppen kann. Wie auch immer das jetzt einen Einfluss hat und wie auch immer sie darauf kommen, ist mir jetzt eigentlich auch relativ egal. Die Hälfte der Zeit im Turnier ist abgelaufen und somit mach aus Lila Schwarz Grün. Und jetzt für den Schluss noch eine wirklich gute Szene. Jiren sagt einfach, dass es jetzt überhaupt keinen Gegner mehr gibt, welcher seiner würdig wäre und fängt einfach an zu meditieren. In der Zwischenzeit stalkt Goku ihn noch immer. Hit ist draußen, Jiren macht nichts mehr, Goku wurde provoziert und vielleicht bekommen wir ja bald einen neuen Kämpfer zu Gesicht, wie er schon mit einer Art Puppe vorgeshadowt wurde. Immerhin muss man ja irgendwie Jiren besiegen können. Dazu sehe ich auch in Zusammenhang mit dieser komischen Puppe ein paar Möglichkeiten. Entweder es sind die beiden winzig kleinen Typen aus Universum 4, was ich aber eher weniger denke. Es könnte auch sein, dass so eine Viribrian eine neue Form bekommt, weil sie immerhin echt viel Screentime bekommt. Sie wird, denke ich, noch ziemlich was zeigen und auch was Neues zeigen und etwas. Was wahrscheinlich sie selbst noch gar nicht so wusste, dass sie das kann. Dass die beiden Namekianer aus Universum 6 sich ähnlich wie damals Piccolo und Nail vereinigen, ist auch nicht auszuschließen. Oder aber es hängt weiterhin an Universum 7. Gogeta wird seinen Auftritt finden oder Vegeta und Goku kämpfen im Team zusammen gegen Jiren. Eine Sache, die Whis schon wirklich sehr lange angesprochen hat. Dadurch wären sie ja in der Lage gewesen, damals Beerus wahrscheinlich zu besiegen. Wenn es zu diesem Duokampf kommen wird, denke ich, wird es so ablaufen. Goku und Vegeta kämpfen im Team. Jiren wird sehr eingeheizt, schafft es aber dennoch Vegeta rauszuwerfen. Somit kommt Ultra Instinct Nummer 2, also Versuch Nummer 2. Immerhin waren die ersten Bilder mit dem Ultra Instinct von Goku oberkörperfrei und nicht mit diesem komischen blauen Hemd. Und dass Whis das damals schon erwähnt hat, dass die beiden halt im Duo wirklich stark wären, sollte denke ich auch mal ein kleines Foreshadowing sein. Zu dieser komischen Puppe noch einmal zurück, es könnte sehr gut möglich sein, dass sich Jiren für diese Form jetzt vorbereitet und deswegen meditiert. Es könnte sein, dass er etwas Zeit braucht für die
muskulöse Form oder aber, dass er diese muskulöse Form nicht immer aufrechterhalten kann, sondern nur, wenn er halt meditiert. Aber gut, Freunde, das waren jetzt so ziemlich meine Gedanken zu dieser Folge und zu den eigentlich nächsten Folgen auch. Was haltet ihr davon und wie findet ihr diese Folge? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und wie immer könnt ihr für diese Folge abstimmen. Das war's dann aber auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nochmal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.